Super Truck. Es ist fast Weihnachten in Car City. Nur noch 5 Minuten und dann ist es an der Zeit, dass der Weihnachtsmann seine Geschenke an all die Bewohner der Erde verteilt. Susie, wo ist das Problem? Du scheinst es sehr eilig zu haben. Der Weihnachtsmann hatte nicht genug Zeit, alle Geschenke für Weihnachten zu verpacken. Aber es ist doch fast Mitternacht. Wie wird er das schaffen? Aber natürlich, wir rufen Supertruck. Er hat immer eine Lösung parat. Karl, jemand braucht deine Hilfe in Car City. Es ist Susie. Die Geschenke für Weihnachten sind noch nicht fertig. Und der Weihnachtsmann braucht Hilfe beim Einpacken, damit er sie verteilen kann. Kannst du helfen? In welches Fahrzeug wirst du dich verwandeln, Karl? Susie, keine Panik, Supertruck ist gleich. Da! Du hast recht, Susie. Wir haben nicht mehr viel Zeit. Wie sollen wir das schaffen, Supertruck? Supertruck, du hast die Zeit angehalten. Du bist fantastisch. Richtig. Susie, wir haben keine Zeit zu verlieren. Geh bei Supertruck Huckepack. Er wird dich in 0, nichts an den Nordpol bringen. Ihr seid angekommen, Freunde. Schaut, das sind die Geschenke, die noch eingepackt werden müssen. Supertruck, du solltest deine Maschine benutzen, um die Geschenke einzupacken, sobald Susie dir die Pakete bringt.
Gut gemacht, Freunde. Ihr habt es geschafft. Susi hat recht, Supertruck. Wir sollten jetzt alle besser im Bett verschwinden. Sonst kann der Weihnachtsmann all die Geschenke ja gar nicht verteilen, die ihr geholfen habt einzupacken. Und schon seid ihr zu Hause. Vielen Dank, dass du Weihnachten gerettet hast, Supertruck. Und fröhliche Weihnachten. Und fröhliche Weihnachten auch für euch alle. Hallo, Frank. Was hast du vor? Hm? Du siehst besorgt aus. Wurdest du gerufen, um ein Feuer zu löschen? Hm. Dann solltest du dich besser beeilen. Hm? Hm. Sei vorsichtig, Frank. Du willst natürlich schnell ankommen, aber pass auf, dass du keinen Unfall baust. Schau, da ist Matt. Er will, dass du langsamer fährst. Er weiß wohl von dem Feuer. Oh, du hast das Feuer gesehen, Matt? Und du zeigst Frank eine Abkürzung, um hinzukommen? Gute Idee. Dann dreh mal besser um, damit Frank dir folgen kann. Auf geht's. So ein Feuer kann sich schnell ausbreiten. Ach du liebe Güte, das ist ja ein riesiges Feuer. Zum Glück ist das ein leerstehendes Gebäude und niemand befindet sich darin. Meinst du, du schaffst das, Frank? Die Flammen sind ziemlich hoch oben. Sollen wir nach Karl suchen, damit er Supertruck um Hilfe bitten kann? Okay, dann wollen wir mal. Karl? Karl! Entschuldige die Störung, aber das ist ein Notfall. Frank bekämpft gerade einen großen Brand und er könnte Hilfe gebrauchen. Kannst du Supertruck fragen, ob er helfen kann, Karl? Großartig, auf geht's! In welches Fahrzeug wirst du dich verwandeln, Karl? Natürlich, in ein Feuerwehrauto. Fantastisch, Karl. Du bist rot wie ein richtiges Feuerwehrauto. Wow, du siehst so anders aus, Karl. Dann mach dich mal auf den Weg. Matt. Hey, Matt. Hier ist Supertruck. Oh, armer Matt. Du hast Supertruck gar nicht ankommen sehen, oder? Hier lang, Supertruck. Mach deine Sirene an. Gute Nachrichten, Frank. Hier ist Supertruck, um dir zu helfen.
Gute Arbeit, Frank. Hervorragend gemacht, Supertruck. Zusammen habt ihr es geschafft, das Feuer zu löschen. Ihr könnt jetzt eine Verschnaufpause einlegen, Matt und Frank. Die Gefahr ist gebannt. Und Carl, ich meine Supertruck, du kannst nach Hause fahren und wieder Musik hören. Danke, Jungs. Wir sehen uns. Hallo, Steve. Hallo, Billy. Sieht so aus, als wärst du gerade rechtzeitig angekommen. Da sind eine ganze Menge Schlaglöcher, die repariert werden müssen in der Straße. Und wir wollen ja nicht, dass jemand einen Unfall baut. Wow, Billy. Das ist aber ein ganz schöner Haufen Schotter, der bewegt werden muss. Okay, du bist an der Reihe, Steve. Schauen wir mal, wie schön glatt du die Straße machen kannst, damit die Fahrzeuge wieder sicher drauf fahren können. Oh nein, Steve. Was ist denn los? Es sieht so aus, als wäre etwas mit Steve nicht in Ordnung. Oh nein. Das hört sich nicht gut an. Ach, du armer Steve. Du hast wohl keinen Dampf mehr. Ich denke, du solltest repariert werden. Keine Sorge, Steve. Ich rufe Tom den Abschleppwagen. Er wird dich holen. In der Zwischenzeit sollten wir Carl fragen, ob er Supertruck um Hilfe bitten kann. Wir müssen diese Straße wieder heile bekommen, denn heute Abend wird hier wieder eine Menge los sein. Carl, aufwachen! Steve und Billy waren gerade dabei, eine Straße zu reparieren und Steves Walze ist kaputt gegangen. Kannst du helfen? Großartig! Dann wollen wir mal. Wir sind dir wirklich sehr dankbar für die Hilfe, Carl. In welches Fahrzeug wirst du dich heute verwandeln, Carl? Jawohl, das ist es, Carl. Eine Dampfwalze ist die perfekte Wahl. Zeit, sich zu transformieren, Carl. Carl, du bist ja kaum wiederzuerkennen. Du bist jetzt eine riesige Dampfwalze. Auf geht's! Hier sind wir auch schon. Okay, Steve. Supertruck kann jetzt übernehmen. Hier kommt Tom, er wird dich in die Werkstatt bringen. Tschüss, Steve. Und keine Sorge, wir werden die Arbeit für dich erledigen. Hier sind die Schlaglöcher, Supertruck. Wie du siehst, hat Billy sie schon mit Schotter gefüllt. So ist es richtig, Supertruck. Schön langsam und sorgfältig. Die Walze muss jede Beule und jede raue Stelle schön glatt machen. Steve, schön zu sehen, dass es dir wieder gut geht.
Schau, was für eine fantastische Arbeit Supertruck geleistet hat, während du repariert wurdest. Ihr habt alle großartige Arbeit geleistet. Danke, Billy. Und Supertruck, richte bitte Karl unseren Dank aus, dass er dich um Hilfe gebeten hat. Tschüss, Supertruck. Tschüss, bis zum nächsten Mal. Hey Karl, du siehst sehr ernst aus heute. Was ist los? Oh, du besuchst Tom. Tom, hey Tom, bist du zu Hause? Guten Morgen. Und willkommen alle zusammen in der Lackierwerkstatt. Tom, Karl möchte wie Batman aussehen. Schaffst du das? Genau, Tom. Fang mit der grauen Farbe an. Was kommt als nächstes, Tom? Du hast recht, wir sollten den großen Pinsel benutzen. Und die gelbe Farbe. Das ist ein großartiger gelber Gürtel, Tom. Was ist los, Tom? Eine Fledermaus. Fantastisch. Und eine Maske. Batman. Vielen Dank, Tom. Bis zum nächsten Mal. Hey, Flavie, was ist los? Oh, dein Treibstoff läuft aus. Bist du irgendwo angestoßen? Nein, keine Sorge. Warte hier, Flavie. Tom, der Abschleppwagen, wird sich um deine Probleme kümmern. Hey, Tom. Tom, kannst du mich hören? Tom. Tom. Ach, endlich, wurde auch Zeit. Sieht so aus, als käme eine Menge Arbeit auf dich zu. Flavie, der Tieflader, braucht deine Hilfe. Komm schon. Hier lang, Tom. Tom ist gekommen, um dir zu helfen, Flavie. Dann mal auf mit Flavie in die Werkstatt.
Das sieht wie eine Menge Arbeit aus, Tom. Wir sollten Flavy schnell reparieren, bevor all sein Treibstoff ausgelaufen ist, Tom. Gute Arbeit, Tom. Immer weiter. Und schon sind wir an der Werkstatt. Tom, ich glaube, du solltest dich etwas frisch machen. Perfekt. Also, was denkst du, Tom? Ja, Flavys Treibstofftank sollte repariert werden. Ja, da, Tom. Da ist ein Loch, das sollte gestopft werden. Da läuft der ganze Treibstoff aus. Also, was sollen wir machen, Tom? Ja, löten scheint eine gute Idee zu sein. Aufgepasst, Flavy. Das könnte ein bisschen heiß werden. Gute Arbeit, Tom. Flavy, jetzt ist alles wieder in Ordnung. Dieser Anhänger scheint ziemlich alt und beschädigt. Was denkst du, Tom? Perfekt. Der wird ausgetauscht. Flavy, sieht so aus, als würdest du einen neuen Anhänger kriegen. Aufgeregt? Wow, da haben wir doch was. Aber dieser Anhänger ist länger als der alte. Oh nein, was machen wir denn da, Tom? Ah, ich verstehe. Ein weiteres Paar Reifen. Glänzende Idee, Tom. Okay, und fertig. Perfekt. Jetzt kannst du sogar noch größere Lasten transportieren. Also, ich denke, wir sind hier fertig. Was denkst du, Flavy? Super. Oh nein, das hätten wir leicht übersehen können. Ja, du hast recht. Flavy braucht auch neue Frontscheinwerfer. Würde der hier passen, Tom? Oh, okay. Und wie ist es mit diesen hier? Super. Wir haben welche gefunden, die perfekt zu Flavy passen. Probier sie mal aus, Flavy. Mal schauen, ob sie auch funktionieren. Großartige Arbeit, Tom. Tschüss, Flavy. Bis bald. Tschüss, Tom. Wir sehen uns. Hallo, Edgar. Gut zu tun heute, was? Hey, Vorsicht! Wow, du kannst das richtig gut. Gute Arbeit, Edgar. Die sehen ziemlich schwer aus, Edgar. Da wäre ich an deiner Stelle noch ein bisschen vorsichtiger. Hey Edgar, alles in Ordnung?
Oh nein, deine Schaufel ist abgebrochen. Wie willst du jetzt weiterarbeiten? Aber Edgar, keine Sorge, okay? Ich rufe Tom den Abschleppwagen. Er wird dich in 0, nichts reparieren. Hey Tom! Tom, wir brauchen deine Hilfe. Edgar, der Bagger, hat Schwierigkeiten. Er braucht deine Hilfe, schnell. Beeil dich, Tom. Hier links. Beeilung. Super, Tom. An der Kreuzung rechts. Da geht's direkt zur Baustelle. Und hier ist auch schon die Baustelle. Kannst du sehen, wo Edgar ist, Tom? Ist schon gut, Tom. Hier lang. Du wirst ihn schon finden. Aber sei vorsichtig. Schau, da, Tom. Kannst du Edgar jetzt sehen? Armer Edgar. Er sieht wirklich fertig aus. Hey Edgar, Tom ist hier. Jetzt musst du dir keine Sorgen mehr machen. Dann bringen wir dich mal in die Werkstatt, Edgar. Bist du bereit, Tom? Na dann, auf geht's. Vorsicht, Tom. Ganz schön schwerer Transport, was, Tom? Aber schau, schon sind wir an der Werkstatt. Edgar, Tom nimmt dich jetzt mal unter die Lupe. Also, was denkst du, Tom? Ja, schauen wir mal nach einer neuen Schaufel für Edgar. Würde die hier passen, Tom? Nein? Wie ist es mit der hier? Nein? Und wie ist es mit der hier? Perfekt. Hervorragend. Also, die Schaufel ist repariert. Also, was kommt als nächstes, Tom? Ja, du hast recht. Wir sollten diese Tür reparieren. Da, Tom. Das Schweißgerät ist auf dem dritten Regal. Haben wir nicht noch etwas vergessen, Tom? Genau. Eine Schutzbrille, um deine Augen vor den Funken beim Schweißen zu schützen. Na, dann wollen wir mal. Vorsicht, Tom. Du auch, Edgar. Wow, das sieht gut aus, Tom. Keine hängenden Türen mehr, um die du dir Sorgen machen musst, Edgar. Bist du jetzt wieder ein glücklicher Bagger? Ich wette ja. Noch etwas, Tom? Denkst du, was ich denke, Tom? Perfekt. Dann wollen wir mal, Edgar. Zeit für eine Wäsche. Sieht so aus, als würde es Edgar gefallen. So gut wie neu, nicht wahr, Edgar? Dann kannst du jetzt los. Tschüss, Edgar.
Viel Spaß! Tom? Bis bald, Kumpel. Tschüss.